Einmal Pommes braun-weiß, bitte. Herzlich willkommen, Pommes braun-weiß, Portion 15. Armbewegung der letzten Tage beim FC St. Pauli. Es wurde viel abgestimmt per Handzeichen, geheime Wahl, ganz verschiedener Art. Es wurde viel entschieden, wenig Leute waren da. Die Frage, was ist die Erkenntnis dieser Jahreshauptversammlung vom Sonntag und Montag? Wie lauten die neuen Ziele der neuen Führung? Und werden die Wölfe am Sonntag wieder heulen? Drei Antworten plus die Fritte der Woche jetzt bei Pommes braun-weiß. Alles bleibt, wie es ist. Das Präsidium wurde vorbehaltlos bestätigt. Der Aufsichtsrat, die sechs alten Räte, die sich zur Wahl gestellt hatten, alle sitzen auch im neuen Gremium. Das siebte Gesicht ist auch kein wirklich neues. Marco Schulz, Vizepräsident, lange Jahre gewesen. Und es wird auch weiterhin keinen Ehrenpräsidenten geben am FC St. Pauli. Die Mitglieder haben darüber befunden, nicht darüber abzustimmen. Dennoch gab es einen kleinen Dämpfer für das neue Präsidium. Ein, ja, das muss man sagen, recht schlecht vorbereiteter Satzungsantrag ist nicht durchgekommen. Die Mitglieder haben den nicht angenommen. Und eben auch die Ehrenpräsidentschaft hatte das Präsidium befürwortet. Wenngleich, ich glaube, dass man sich da jetzt im Präsidium nicht so sehr grämen wird, dass es damit nicht geklappt hat. Wir haben einiges gehört auf der Jahreshauptversammlung über sportliche Erfolge, über den Stadionbau. 2012 soll die Gegengerade abgerissen werden, der dritte Bauabschnitt steht bevor. Über ein neues Trainingsgelände, über Qualitätsmanagement und. Stefan Orth hat drei Ziele klar formuliert. Sportlich unter die Top 25, zweitens weiter in die Infrastruktur investieren. Und drittens, das ist so ein bisschen unter den Tisch gefallen, er will den FC St. Pauli zu einem der mitgliederstärksten Vereine in Deutschland machen. Und ich habe mal nachgeschaut, kleines Quiz, an welcher Stelle steht der FC St. Pauli, was die Mitgliederzahl angeht, in Hamburg? Und wo liegt er da im Ranking im Vergleich mit den anderen Profiklubs? Überleg doch mal. Also, in Hamburg verhält sich so, St. Pauli hat ein bisschen mehr als 13.000 Mitglieder mittlerweile, hat einen Sprung gemacht. Sie haben den Eimsbüttler TV überholt, sie haben die TSG Bergedorf überholt und rangieren jetzt auf Platz 3 hinter dem HSV und hinter Sportspaß. Und im bundesweiten Vergleich, was die Profiklubs angeht, liegen sie auf Platz 13 hinter Bayern, Schalke, HSV, Köln, Stuttgart, Gladbach, Werder, Dortmund, Hertha, Kaiserslautern, Frankfurt und dem VfL Wolfsburg. Der ist am Sonntag Gegner. Und ja, Bayern über 150.000 Mitglieder. St. Pauli, wie gesagt, ein bisschen mehr als 13.000. Ist ein weiter Weg. Ja, ich befürchte, dass es nicht so kommen wird. Die haben schon genug Prügel bezogen, oft hochgeführt, dann doch wieder abgeschenkt. Jetzt auch gegen Schalke 04 2-0 geführt. Das letzte Tor dann, das eigentlich keins war. Der Kollege Huntelaar spielt den Ball klar mit der Hand. Ärgerlich das Ganze. Ich glaube, das wird jetzt am Wochenende nicht passieren. Wir werden Dieter Hoeneß nicht wieder mit so einem roten Kopf in den Katakomben antreffen. Die sind mega stark. Diego, Dzeko, Grafitsch vorne offensiv. Das ist ein Traum. Das wünscht sich wahrscheinlich fast jeder andere Bundesliga-Verein. Und auch über die Außen sind sie jetzt wieder stark. Marcel Schäfer, letztes Spiel, beide Tore gegen Schalke vorbereitet mit seinen Flanken. Das wird sehr schwer für St. Pauli. Mir hängt so ein bisschen der Ruf des Pessimisten mittlerweile nach, aber die Ergebnisse haben mir dann ja leider auch recht gegeben. Deswegen, ich glaube nicht, dass es für St. Pauli was zu holen gibt. Die werden sich zwar wieder ordentlich präsentieren, wie schon gegen Leverkusen auch, reichen wird es nicht. 3-1 Wolfsburg. Es ist keine Häme, es ist nicht böse gemeint, aber ich komme einfach nicht drum rum. Er hat vor, ich glaube, zwei Wochen, Axel, waren es zwei Wochen? Ich glaube, vor zwei Wochen hat er die Ehrenfritte von mir gekriegt. Diesmal gibt es die Originalfritte der Woche für Corny Littmann. Es hat auch nichts mit dem gescheiterten Antrag zur Ehrenpräsidentschaft zu tun. Aber wer in seiner Rede den ersten FC St. Pauli nennt, der hat die Fritte sich redlich verdient.